We wish you a Merry Christmas. We wish you. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder ein weihnachtliches DIY von meiner Seite. Ihr könnt das Ganze aber auch sehr gut unter dem Jahr anwenden oder verschenken. Ja, es ist nämlich eine kleine Geschenkidee meinerseits und ich bin total begeistert. Ich halte es jetzt hier schon in den Händen. Ich habe die Kamera spontan mitlaufen lassen. Ich hatte die Idee abends und ich musste das dann unbedingt umsetzen und ich habe mir gedacht, Mensch, das zeige ich euch mal. Es ist einfach was ganz Persönliches. Es eignet sich super gut zum Wichteln zum Beispiel, wenn ihr eine Kleinigkeit verschenken wollt oder für eure Arbeitskolleginnen, die werden sich sicher auch freuen oder für eure Freundin natürlich. Und ja, ich bin einfach total begeistert. Ich hoffe, dass sich meine Freundinnen freuen werden. Wie gesagt, es ist nur eine Kleinigkeit. Aber dadurch, dass ich es halt selbst gemacht habe, beziehungsweise ich habe mir halt viele Gedanken gemacht, was es so sein kann, weil es halt auch was Witziges ist. Ihr werdet gleich verstehen, was ich meine. Und ja, es ist aber auf jeden Fall auch was, was man ja gebrauchen kann, wir Frauen sowieso. Und ich halte es mal ganz kurz hoch, ich möchte euch aber noch nicht zu viel verraten. Und zwar sind es diese Gläser hier und ja, ich habe euch jetzt im Anschluss, wie gesagt, die Kamera mitlaufen lassen, ganz spontan. Ich hoffe, es gefällt euch. Und ich würde sagen, wir machen es wieder so wie das letzte Mal. Meine Adventsdeko, die ist ja sehr, sehr gut bei euch angekommen. Ihr habt mir dann auch viele Bilder auf Instagram geschickt. Ich habe sie dann auf meinem Account hochgeladen, habe euch verlinkt. Das mache ich sehr, sehr gerne weiterhin. Falls ihr also diese Gläser ja, nachmacht, beziehungsweise wenn ihr die Idee gut findet oder es zum Beispiel auch für euch anwendet, man kann das nämlich dann auch schön irgendwo hinstellen, zum Beispiel als Deko. Ja, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr Bilder macht, wenn ihr mich verlinkt. Und ja, dann würde ich auf jeden Fall wieder dasselbe machen, dass ich das dann auf meinem Account hochlade. Ich hink da noch ein bisschen hinterher, weil ihr habt mir so viele Bilder geschickt. Also herzlichen Dank dafür, ich finde das total super. Und ja, falls euch meine Inspiration quasi gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein Feedback da lasst. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Video, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! So, meine Lieben, wir legen los. Ich habe mir jetzt alles schon mal bereitgelegt. Es müssen natürlich nicht dieselben Sachen sein. Es soll ja nur als kleine Inspiration für euch dienen. Und ich würde ganz gern zwei ja, Survival-Packages mit euch fertig machen. Und zwar zum einen ein Wellness Survival-Paket sozusagen und einmal ein, ja, Nagel-Survival-Paket. Ich weiß, es hört sich total bescheuert an, aber es soll ja so ein bisschen der Spaß dahinter sein. Und ich würde sagen, wir legen los mit dieser Variante hier. Ich habe mir jetzt gedacht, dass ich entweder ja von diesen schönen Glitzersteinchen reinmache oder zum Beispiel ja hier von diesem Deko-Schnee, wobei der ziemlich viel Sauerei macht. Aber wir legen jetzt am besten erstmal ja, mit der Variante hier los. Und zwar habe ich das zum Beispiel bei Depot gekauft. Ich würde da jetzt einfach ein bisschen reinpacken. Das Glas, es ist egal, wo ihr das kauft. Also die gibt es ja überall zu kaufen, auch bei Depot und so weiter. Da könnt ihr ja mal gucken. Und ja, ich würde jetzt so die Menge reinpacken, damit es so ein bisschen unten schön aussieht. Und dann könnt ihr natürlich alles Mögliche da rein tun. Ich habe jetzt hier mal diese Teile hier mitgenommen. Die habe ich nämlich mal beim Müller im Angebot gekauft. Also das ist auch nochmal so ein kleiner Tipp für euch. Wenn ihr die irgendwo seht, nehmt ihr euch mit, wenn die günstig sind. Weil ich finde, die kann man auch schön auf ein Geschenk zum Beispiel drapieren. Also egal jetzt ob Weihnachten oder Ostern, egal wann Geburtstag. Ihr könnt die dann so richtig schön auf das eingepackte Geschenk noch legen. Ja, ich habe mir halt viele Variationen mitgenommen, aber ihr kennt ja die Person, der ihr das dann schenkt und da könnt ihr ja dann abwägen, was die am liebsten mag. Und ja, ich packe das dann alles schön hier rein, ich drapiere das richtig schön, dann habe ich jetzt zum Beispiel hier ein Fußpeeling noch, das lege ich noch mit rein oder zum Beispiel eine Badekugel, alles was halt so ein bisschen mit ja, Wellness zu tun hat, eine Feuchtigkeitscreme. Dann habe ich hier für die Augen It's Potent von Benefit. Das ist eine absolute geniale Augencreme. Die packe ich noch mit rein. Und ja, zum Beispiel dann hier noch Cremes und so weiter. Ihr könnt da eurer Fantasie freien Lauf lassen. Ihr drapiert das alles richtig schön. Und am Ende machen wir da jetzt noch eine Schleife dran, beziehungsweise packen es ein. Ich würde jetzt aber sagen, dass wir mal die nächste Variante machen. Und zwar geht es da eben um die Nägel. Wir nehmen jetzt hier mal diesen Kunstschnee. Und ja, füllen den hier rein und dann legen wir auch hier los mit dem Drapieren der Sachen, die man halt so besorgt. Ich habe jetzt hier zum Beispiel diese kleinen Reisegrößen an ja, Nagellackentferner, das packe ich rein und dann habe ich diese Wattepads zum Beispiel, da habe ich eine kleine Schleife dran gemacht, das lege ich dann noch mit rein.
eine Feile, was natürlich auch sehr wichtig ist zum Überleben. Dann diese Nagelcreme, die habe ich euch schon gezeigt in meinem Nagelroutine-Video. Die bewirkt Wunder bei mir. Die kommt auf jeden Fall auch rein, weil für meine Lieben nur das Beste. Ich verschenke ja nur das, was ich auch gut finde. Dann habe ich hier Nagellackwachs zum Beispiel von P2. Und ihr drapiert euch das eben alles so richtig schön rein. Dann darf zum Beispiel auch mein Schnelltrockner-Spray nicht fehlen. Jeder, der meine Videos kennt, weiß, wie sehr ich das liebe. Und dann habe ich jetzt hier noch einen kleinen Tipp für euch. Es gibt ja diese ganz schönen Organza-Säckchen. Und da lege ich jetzt die Nagellacke rein, die ich besorgt habe. Und zwar habe ich mir zum einen gedacht, diese hier für Weihnachten. Also einen ganz romantischen Look und einen etwas schlichteren für Weihnachten. Und dann habe ich mir dasselbe für Silvester gedacht. Und zwar einen etwas neutraleren und einen dramatischen dann für Silvester. Den habe ich euch auch schon gezeigt in meinem Nagellack-Video. Der ist absolut grandios. Und die lege ich jetzt alle hier so richtig schön in das Organza-Säckchen und drapiere das dann noch mit rein. Natürlich muss ich hier das noch abmachen, ist ja klar. So, und dann lege ich das noch mit dazu, beziehungsweise wir müssen das ein bisschen umdisponieren, aber das seht ihr ja dann, das könnt ihr ja dann alles so reinlegen, wie ihr möchtet, je nachdem, wie viel Artikel ihr eben habt. Und dann könnt ihr das auch noch ein bisschen verzieren, zum Beispiel mit so Dekomaterial, das habe ich auch mal bei DM gekauft, genau, wobei das jetzt hier nicht reinpasst, weil ich möchte hier ganz gerne noch den Deckel dann zumachen. Also das Schließen mit dem Deckel, deswegen mache ich mir das hier so rein, schaut, und dann sieht es auch richtig schön weihnachtlich aus, aber wie gesagt, das packen wir ja noch schön ein. Ich wollte euch jetzt erst noch diese Variante hier zeigen, also wie gesagt, ihr könnt natürlich dann auch noch solche Sachen hier rein packen, ne? Was ihr halt zu Hause habt, zum Beispiel solche kleinen Sternchen oder sowas hier. Ich habe dann hier auch noch so eine schöne Kugel zum Beispiel. Die könnte man dann später, wenn wir das jetzt noch richtig schön einpacken, mit dran machen. Oder zum Beispiel solche Zimtstangen könnt ihr auch mit reinlegen. Also wie gesagt, da ist eurer Fantasie überhaupt keine Grenze gesetzt. Ich habe hier zum Beispiel auch noch so Tannenwedel, die können wir dann hier noch richtig schön reinlegen. Also wie gesagt, lasst eurer Fantasie da einen freien Lauf. Macht es einfach total schön und ich würde sagen, ich hole jetzt mal das Papier und dann packen wir das noch zusammen ein. So sehen jetzt meine fertigen Gläser aus und ja, wie ihr sehen könnt, ich habe da jetzt so Geschenkbänder dran gemacht, habe hier mit einer Heißklebepistole noch einen Stern dran geklebt, hier unten drunter ist noch ein weißes Band und dann habe ich eben hier an der Seite geschrieben Survival Package for Wellness, also total witzig und habe hier noch so kleine Steinchen reingepackt und hier drüben habe ich dann dasselbe Band genommen, also auch wieder dieses rote, hier oben ein anderes und hier habe ich so ein Sternenband genommen, das habe ich mir neu bei Depot gekauft, das gefällt mir so gut und habe eben diese Glaskugel noch dran gemacht und hier drüben steht dann eben Survival Package for Nails. Also wie ihr sehen könnt, total witzig. Ihr könntet euch jetzt natürlich noch den Deckel drauf machen und zum Beispiel das Ganze in Folie einpacken, aber da finde ich, ist es halt immer so, dass man nicht sieht, was man geschenkt bekommt, was ich sehr schade finde. Natürlich hat man dann einen Überraschungseffekt, aber mir gefällt es halt so besser und ja, ihr könnt mir ja mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr meine Idee so findet, ob ihr das vielleicht nachmacht, da würde ich mich natürlich total freuen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt alles, alles Gute, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Ciao! We wish you a Merry Christmas. We wish